So, wir sind jetzt da in Föhrnhain beim Adventmarkt. Was ist da so Besonderes an dem Adventmarkt? Erstens einmal ist er Indoor, das heißt, es ist alles innen. Es ist wesentlich, sagen wir so, man kann ihn ja anders schmücken, man kann es anders herrichten, die Leute sitzen da, es ist warm. Und draußen sind dann eher die harten Sachen, das ist der Punsch, die Maroni, die Raucher, das sind alle etwas. Aber es ist ja so, dass der ganz einfach drinnen ist und daher wesentlich beliebt, also sehr beliebt ist, weil die Leute drinnen sitzen können, ja, ganz klar. Wie lange gibt es? Und der große Unterschied ist, dass wir wirklich darauf Wert legen, dass ganz, ganz wenig Essstände sind und Trinkstände, sondern wirklich die Handwerkstradition und alles, was selbstgemacht ist, im Vorrang steht. Und wie oft, wie lange gibt es den jetzt schon? Den gibt es das 12. Mal. Wir haben ihn das 12. Mal, aber ich werde da noch ergänzen, wir haben alles zum Essen, aber jeweils immer nur einen Stand davon. Also einen Bunnstand, einen Langostand, einen Tortenstand, Eierspeise, es gibt sehr vieles und wie er gesagt hat, wunderschöne Sachen, aber Handwerk. Und kein China-Plastik, ne? Nein, absolut nicht. Tapper. Ja. Na dann sage ich schon Dankeschön. Gerne. Und ich wünsche euch alles Gute auch für die Weihnachten schon. Super. Ja, danke ebenfalls und einen guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen Jahr. Danke. Ich wünsche Ihnen auch alles, alles Gute fürs neue Jahr und ich sage Ihnen, ich wünsche Ihnen das, was Sie sich selber wünschen. Ja? Super, danke. Dankeschön. Danke herzlichst. So. Ja, wir haben da ein interessantes Standerl. Was findet man da? Also wir haben an und für sich kleine Geschenke für Weihnachten, wenn einem noch was fehlt, eine Kleinigkeit für jedermann. Das sind zum Beispiel Star Wars Heferl, wenn man da eine warme Flüssigkeit einfüllt, sieht man, wie die Schwerter dann rausfahren, wie das leuchtet dann. Wir haben da so Pummel-Einhörner, wir haben Backzubehör, wir haben Tees in jeder Art und Weise, solche Kleinigkeiten einfach. Wenn noch was fehlt, kann man da schnell was mitnehmen. Und in einer warmen Atmosphäre, also man muss nicht frieren. Gott sei Dank, ja. Ja, wir haben eine Künstlerin da mit wunderbaren Bildern. Ist praktisch, wenn ein Adventmarkt indoor ist. Ja, ich finde es ganz toll. Es sind so unterschiedliche Stände hier. Ich darf meine Bilder zeigen, aber nicht nur meine Bilder. Ich mache auch Tischsets, Weihnachtskarten und ich bin natürlich auch gerne immer unterwegs und schaue, was Neues gibt und kaufe natürlich auch Sachen ein, die mir selber gefallen am Weihnachtsmarkt. Und ich finde es ganz toll, was da geleistet wird in Gerersdorf. Und schön ist da, nicht, weil da kann man ohne Probleme ausstellen, also seine Bilder, weil im Freien hätte es da schon Probleme geben. Ne? Ja, hätte ich Probleme, aber ich bin ganz zufrieden hier. Ich darf da ausstellen, das freut mich sehr, weil ich ja doch keine Niederösterreicherin bin, aber seit einigen Jahren schon da bin und ich komme immer wieder gerne. Danke. Ich danke auch. Gut, wir sind am Stand der Sternenkinder. Ganz kurz nochmal für die, die es noch nicht wissen, einige wissen es schon von unseren Zuschauern, was ist das? Genau, also wir sind vom Verein Sternenzauber und Früchenwunder. Wir betreuen Spitäler mit Früchenkleidung ab Größe 38 cm kriegen sie gewandt, die Kleinen, damit man nicht nur Schläuche und Sonden sieht, sondern dass man schon ein Baby auch in der Hand hat. Das ist so eine schöne Seite. Und dann gibt es leider auch die traurige Seite von den Früchen, die es nicht schaffen oder von den frühen Abgängen. Das nennt man dann Sternchen und da schauen wir, dass wurscht wie klein die Sternchen sind, warm eingebettet auf ihren letzten Weg gehen. Und dann gibt es ganz früher, war das ein ganz großes Tabuthema und da können Leute auch bei uns so Erinnerungssets anfordern, damit sie im Nachhinein dann auch was zum Anhalten haben und eine Verbindung zu einem Sternchen haben. Das ist unser Anliegen, dass das einfach das Tabu gebrochen wird. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, wenn man gerade in so einem Fall auch sich verabschieden kann und auch das damit auch ein bisschen einen Frieden schließen kann.
Ja, genau, das ist ganz wichtig und vor allem man merkt, so wie früher, vor 40 Jahren war das totales Tabuthema, das ist unter den Tisch gekehrt worden und sehr wohl kommen jetzt die Leute auf uns zu und sagen, kann ich eine Erinnerungszeit haben, eine Trostzeit haben und die sitzen dann wirklich daheim, halten, was auch immer sie für eine Knautsche haben, halten in der Hand und sagen, sie haben jetzt Verbindung zu einem Sternchen und es gibt den Leuten sehr viel. Also nicht nur den Jungen, denen es jetzt passiert, sondern auch denen, was vor 40, 50 Jahren passiert ist. Und wenn man euch unterstützen will, wie kann man das machen? Ja, wir sind froh für jede helfende Hand, die wir haben. Wir haben aber auch ein Spendenkonto oder wir nehmen, wir haben einen Flyer, wir nehmen Geldspenden an, Sachspenden nehmen wir an, also Wolle, Stoffe, alles mögliche, Bastelsachen. Und wie gesagt, auch für jede helfende Hand sind wir sehr dankbar. Ich glaube, erreichen kann man euch über Facebook. Genau, erreichen kann man uns über Facebook. Und wer bei uns auch mithilft, es gibt keinen Zwang, dass man was macht. Man kann machen, was man will, wann man will, so viel man will. Also, und wenn ich nur zweimal im Jahr ein Deckel häkel, reicht es auch. Also, viele kleine Sachen geben ein großes Ganzes. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Ja, ich sage auch Dankeschön. Okay. Wir haben einen interessanten Stand, da dürft es um Tiere gehen. Genau, also ich habe ein kleines privates Tierheim oder Tierasyl in Seiring und dafür stehen wir da, dass wir wieder Futter kaufen können. Und wie viele Zöglinge habt ihr denn so? Ja, das variiert, also jetzt habe ich wieder ein paar gut vermitteln können, also so 50, so in der Richtung, ja. Und wenn man euch helfen will, wie kann man das machen, außer jetzt da einkaufen, wenn es keiner mehr schafft? Wir machen so leckere Sachen, alles selbst gemacht. Ja, und da habe ich auch viele Engel, die für mich auch was machen, basteln, zaubern und so weiter. Ja, und halt spenden. Okay, also wer spenden will, das ist das Tierheim in Seiring. Gerersdorf. Tierhilfe Gerersdorf. Ja. Alles klar. Ja, wenn ich jetzt eine Katze will und jetzt habt ihr eine. Anrufen. Ich habe für alle das Passende, eine ruhige für ältere Leute, eine verspüte für jüngere Leute und Kinder, je nachdem, was passt. Ja. Also Katze und Hund ist kein Problem? Ich habe ja Hunde auch. Gut, also gibt es eine Webseite? Tierhilfe-gerersdorf.at. Wir wollen nur ein bisschen was wissen über den Stand. Ne? Über den Stand? Ja, im Prinzip sind das alle meine Kinder. Selbst gemacht, handgefertigt. Bitte? Manche müssen verkauft werden, dass sich das Hobby wieder lohnt. Irgendwie muss sich das Ganze, sollte sich umdrehen. Aber es sind einige dabei, die da nicht mitkommen und die auch nicht verkauft werden. Verstehe. Die sind dann zu Hause. Nein, es macht irrsinnig viel Spaß und ja, man sieht's. Der Teddybär war einmal ein klassisches Spielzeug, hat jetzt ein bisschen an Bedeutung leider verloren. Ne? Hat sehr viel verloren, ja. Momentan überhaupt die Jugend oder die heutigen Kinder sind eher nicht mehr so auf Kuscheltiere, das stimmt. Aber ich sage, wer wirklich eine Liebe zu einem Teddybären hat, wird es behalten, egal welches Alter. Oder es kommt wieder der neue Boom, so wie es bei den Puppen ist. Puppen haben auch relativ viel verloren. Die Teddybärs haben viel verloren, Steiff hat viel verloren, also vom Wert her, aber nicht vom eigenen Wert oder von der eigenen Liebe, so geht es da mal. Wie gesagt, ja, sie sind lieb, sie sind wirklich alle selbst gemacht. Was für, kann man sagen, so bei so einem mittleren Teddybären, wie lange arbeitet man da dran? Naja, man muss jetzt anders umrechnen, weil ich nähe oft die Teile extra, aber ich würde sagen, wenn man flott ist und wenn man es schnell macht, müsste man in einem Tag fertig sein. Aber nichts anderes dazwischen. Ja, klar. Man Schnitt zeichnen, ausschneiden, nähen, stopfen, ausarbeiten, Nase sticken ist meistens die meiste Arbeit. Ja, und wer jetzt dauert, auf den Genuss gekommen ist, wieder den guten alten Teddybären zu erwerben, wie kann man das machen? Einen alten Teddybär, naja, einmal Flohmärkte gehen, es gibt nur immer genügend alte Teddybären, kommt halt darauf an, wie der Zustand ist. Oder halt dann wirklich bei Versteigerungen schauen, wenn es der richtige alte Teddy sein muss. Das sind halt eher. Und wenn man solche wieder haben will, also einen handgemachten? Selbstgemachten, also wie gesagt, meine Messen sind nur Laxenburg zweimal im Jahr, da sind die Teddybären und Puppen überhaupt vertreten.
oder halt dann per Zufall eigentlich, ne? Je nachdem, wo Ausstellungen sind oder irgendwas angeboten wird. Oder man versucht es bei mir persönlich, das ist auch möglich. Und wie kann man das erreichen? Sie können mich unter meiner Telefonnummer erreichen oder zu meiner Adresse. Professionell, also Geschäft oder was, habe ich keines. Aber man kann einen individuellen Teddybären haben. Sie können einen haben, wenn Sie zu mir sagen, Sie wollen einen gelben, einen schwarzen, einen grünen, ungefähr wie groß soll er sein. Ist es möglich, mach mal. Ja, super, also der Teddybär lebt. Bei mir schon noch, auf alle Fälle. Danke. Bitte gerne. Thank you.